So, wie gestern Abend gesagt, ich wusste nicht, was ich heute streame. Heute Star Wars. Das alles. Dem Follow werde ich nicht erwähnen, der wurde vor 4 Stunden erstellt und hat wieder defollowed. Nee, sowas brauche ich nicht. Ja, die Seiten. Machen wir nochmal uns, ne? So. Mal gucken, wir haben noch einiges zu tun an Quests. Wir müssen nochmal auf Ort Mantell zurück, um die 2 Holokrone zu sichern, die Dart uns gestern geschickt hat. Jo. Machen wir doch einfach mal reinlunzen. Okay, hier einmal. Kann ich ihn abholen? Nö. Wow. Aber ich kann das hier machen. Und ich habe hier immer noch diesen grünen Böppel. Ich krieg den einfach nicht weg. Warum krieg ich den nicht weg? Ich könnte halt hier mit Geld holen. Das würde mich kosten 175.000. Nee. Dafür gebe ich die Credits nicht aus. So, hier stehen wir jetzt. Genau, wir wollten in die Ender Spire rein. Machen wir das auch. Okay. Lieutenant Kalsu, ich bin der Rest von Commander Childress 5. Sonderkommando. Bitte sagt, dass ihr unsere Verstärkung seid. Childress schickt mich. Was hat euch abgeschnitten? Kaffeemund. Einen Moment. Alles klar, Leute. Und wir haben noch Unterstützung von der Basis bekommen. Das ist alles, was von unserem Forschungsteam übrig ist. Die anderen gerieten in einen Hinterhalt. Diese Plünderer haben geahnt, dass wir hinter was Gutem hier waren. Wir müssen sie lange genug aufhalten, damit das Forschungsteam die Daten finden und herunterladen kann. Lichtschwerter nach vorne. Jeder, der einen Blaster hat, zur Tür und die Forscher schützen. Es ehrt mich, mit den Jedi kämpfen zu dürfen. Okay, die Daten haben oberste Priorität. Alle ins Schiff, los! Na dann. Attacke! Alter! Wieder taufrisch. Weg der Sack. So, die ersten sind weg vom Fenster. Warte mal, ich muss jetzt dahin. Also dort ran, dann werden wir mal hier hinten durch. Okay, da hinten gehen wir nicht durch. Gibt es hier noch Feinde? Gibt es nicht mal Loot? Kiras Lichtschwert griff gerade so richtig schön knalliges Rot. Ey, das will ich auch. Für meinen Sohn.
Der will unbedingt zu Weihnachten ein Doppellichtschwert haben. Könnte ich ja hier einfach mal ein Donation-Ziel einbauen. Ah, nee, lieber nicht. Da sind sie! Attacke! Attacke! Greif doch an! Du sollst es machen! Alter, ich drück die Taste und der macht nichts, der Knallkopf. Deswegen spiele ich lieber Sif. So. Loot, denn der tut gut für meine Tasche. Kommen mir noch Gegner? Nö. Okay. Die alle. Der ladet noch genüsslich nach. Wärt er nur ein bisschen später gekommen, wären das jetzt unsere verkohlten Leichen. So viel ist sicher. Leider sind wir noch nicht fertig, bis die Daten von diesem Wrack in den Händen von Commander Viki sind. Gebt mir, was ihr habt. Ich reiche es an Commander Viki weiter. Wir haben alle wichtigen Informationen gefunden. Wenn ihr das an den Außenposten weitergebt, halte ich die Plünderer fern, bis Verstärkung eintrifft. Commander Viki, ist das der Erfinder von Wikipedia? Der kam flach. Loot gab es ja hier gar nicht, das ist ein bisschen schade. Hier konnte man auch nicht irgendwie einen Secret Room... Schade eigentlich. Irgendwas für Knights of the Old Republic 1 und 2 hier drin wäre echt schon Baba gewesen. Oh ne, was ist denn das da? Wo ist es denn?
Dort. Ich will wissen, wie ich das Ei ausbrüte. Genau. Helft mir da mal. Brüte ich das Ei aus? Ich will das wissen. Okay, das haben wir jetzt erledigt. Ich muss jetzt da hin. Vermächtnis. Ah, hier unten war ja das Holocron, was eingesperrt ist. Wenn ich da reingehe, komme ich dann irgendwie unterirdisch. Einfach mal testen. Aber ohne viel kämpfen zu wollen, bitte. Oh nein, nein, ihr seht mich nicht. Nein, pfui, aus. Nein, ihr geht. So. Ah, da ist schon wieder eine Lootkiste. Oh nee, jetzt haben die mich gesehen. Oh, nee, okay. Auf dem Planeten sind nicht gerade viele online. Ui, da steht jemand. Ui! Da ist das Holocron. Da komm ich nicht rein. Ich höre es jetzt aber Geräusche machen. Komm ich hier durch irgendwie rein? Gibt es da ein Loch? Nee, schade. Wo wollte ich denn jetzt hin? Irgendwie hier hin. War das hier? Ja. Ich dachte, ich könnte die mit zwei Dritten ausschalten, aber dann doch nicht. So, Dynamitkrankenhaus. Da muss ich hin, also geradeaus. Ach du Scheiße, hier muss ich noch mehr umballern. Okay. Und weil da nichts ist. Wenn es weiter nichts ist. So. Gibt's da noch mehr? Hier draußen bestimmt noch. Ja. So. Jetzt noch die dort. Ach, da hinten, das hat sich noch einer versteckt. Schau an, schau an, schau an. So, ein Drecksack. Fehlen aber noch zwei.
Da fehlen mir noch zwei. Dann ist der Spaß vorbei. Oh, hier sind sogar noch ein paar mehr. Läuft. So. Auf Ebene 1 abgeschlossen. Kurze Frage. Geht's da hoch oder runter? Alter, die spawnen aber ganz schön schnell wieder hier. Die spawnen aber ganz schön schnell wieder hier. Hier geht's nicht hoch, hä? Wo ist denn Ebene 2? Ebene 2 hier draußen irgendwo zu erreichen. Ich glaube, es wird eher unterirdisch sein. Oder auch nicht. Yay! Bin ich jetzt. Ich bin hier tatsächlich richtig. Hä? Wie wär ich denn hier eigentlich hochgekommen? Wäre ich hier rein theoretisch eigentlich hochgekommen? Ich habe eine Nachricht. Warte mal, das ist Ebene 3? Oh nö. Und ist das hier Ebene 2? Wie wäre ich jetzt hier hochgekommen? Das interessiert mich brennend. Ja, doch von außen. Wow. Wäre ich doch von außen hochgekommen. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich keinen anderen Weg finden würde. Lade die Aufzeichnung runter. Okay, wo muss ich dazu hin? Wieder hier hoch? Nee. Medizinische Aufzeichnung. Da geht's raus. Yeah.
Zeichnungen. Ist die hier unten? Ah ja, da sind sie. Da sind sie doch. Medizinische Aufzeichnung. So, das haben wir jetzt erledigt. Jetzt müssen wir hier nochmal raus, denn irgendwie war doch nebenan noch was zu tun. Ach, schau mal einen an. Ach, ist beides schon erledigt. Okay. Wenn das beide schon erledigt ist, dann fahren wir einfach mal straight zurück und tun hier den Leichenzähler noch machen. Ich würde mal aber interessieren, wo wäre ich da oben rausgekommen? Ich hätte ja hier überall langrennen können, meines Erachtens. Oh, was haben wir hier? Das kommen wir doch wohl nicht einfach in den Monokron, oder? Das sieht mir ganz danach aus. Diese Nachricht ist für euch, Garth. Ich habe euch weiter vorne gesehen, bevor wir getrennt wurden. Ich möchte euch mitteilen, dass ihr im Unrecht seid. Die Toten interessieren sich für das, was nach ihrem Tod mit ihnen passiert. Ich gehöre jetzt zu ihnen. Ich höre diese Monster, wie sie in der Dunkelheit nach mir schnüffeln. Und ich weiß, dass ich tot bin, bevor uns jemand retten kommt. Und es interessiert mich. Ich würde hier lieber 1000 Jahre unentdeckt herumliegen, als von einem gierigen Huttensohn ausgehoben zu werden, nur um zu sehen, was man mir alles stehlen kann. Okay. Hoffentlich findet jemand anders diese Nachricht und lässt euch für eure Verbrechen büßen. So wie ich für meine büßen werde. Ihr habt's gesehen, da lag nur eine halbe Leiche. Beziehungsweise eine halbe Solokron. Gab's nur dieses eine Datapack hier? Eins. Tatsache. Aber wir müssen noch 5 wegballern hier. Ja, kommt. So. 3 noch. Das auch abgeschlossen. Ja. Da lang. Oder? Jo, ich fahr richtig. Trotzdem will ich noch wissen, wie ich dann zu dem Grund komme. Man kann nicht hacken. 90 brauchen dafür. Das wäre unfair denen, die das nicht haben. Jetzt, ich weiß gar nicht, ist das jetzt, ja, hier Beruf oder so irgendwie. Das ist ja voll unfair. Da muss man jetzt den Beruf wechseln, Hack 90 machen, um an Solokron zu kommen.
Und dann kann man dort erst rein oder. Hä? So viel Zerstörung. Da ist er. Naja. Da seid ihr ja wieder. Und ihr seid allein. Habt ihr. Sind sie. Tot? Was habt ihr erwartet? Dass die Rakgule ihnen Blumen schenken und sie nach Hause schicken würden? Ja. Es tut mir leid, eure Freunde sind nicht mehr. Aber ich habe sichergestellt, dass diese Rakgule nie wieder jemandem etwas antun. Ein schwacher Trost. Womöglich macht sich dort schon der nächste Schwarm breit. Entschuldigt mich. Ich sollte den Stützpunkt informieren und ihren Familien von dem Vorfall erzählen. Ich bitte um eine Versetzung. Kein Job ist das alles wert. Wie ich hörte, habt ihr einen Weg gefunden, euch die Zeit zu vergolden. Was habt ihr gefunden? War Eliso noch am Leben? Was hat dieser verlogene Feigling über mich erzählt? Ihr solltet die Opfer der Sith mehr zu würdigen wissen. Das ist 300 Jahre her. Die verantwortlichen Sith sind mittlerweile genauso tot. Na schön, dann bin ich eben aufgeflogen. Wen interessiert's? Wir sprechen hier von Personen, deren Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel bereits lange tot sind. Mal sehen, ob ihr Häftlingen mehr Rechte zugesteht als den Toten. Sehr lustig. Der Commander schickt ein Team zur Bergung der Toten. Vielen Dank für eure Mühen. Ich habe auch noch Garths schmutziges Geheimnis gelüftet. Er bestiehlt die Leichen. Wie konntet ihr? Ihr habt mir versichert, dass diese Kisten in die Archive der Republik wandern. Dann habe ich halt gelogen. Wollt ihr mich deswegen gleich verhaften lassen? Ja. Das klären wir später. Wir haben eure Zeit schon mehr als genug beansprucht. Obwohl, wenn ihr noch einen Moment entbehren könntet. Es klingt so, als wolltet ihr auf etwas Spezielles hinaus. Das mag sich vielleicht verrückt anhören, aber bei unseren Grabstätten sind immer mehr Rakgule zu finden als in allen anderen Gebieten der Republik. Sie werden halt vom Lärm und vom Geruch des Fleisches angelockt. Wir sind kein bisschen lauter oder fleischiger als ein Zug Soldaten. Ich vermute, sie beschützen ihre Vorfahren. Vorfahren? Hört zu. Rakgule stammen von empfindsamen Wesen ab. Es ist eine Krankheit, von der wir wenig wissen. Aber wenn meine Theorie stimmt, dann haben wir einen ersten Hinweis auf ihre Denkweise. Das könnte der erste Schritt zur Rückeroberung des Planeten sein. Den Gegner zu verstehen, ist der Schlüssel zum Sieg. Genau. Im Moment sind Rakgule so etwas wie ein Albtraum. Wir wissen nicht, wann und wo sie angreifen. Ihr sprecht auch nicht von der Bombardierungsstelle, oder? Dieser Ort ist so voll von Rakgulen, dass man sie vom Orbit aus sehen kann. Mischt euch nicht ein. Wir wissen, was ihr von Taris denkt. Meine Theorie ist richtig. Warum sollten sie sonst so bestrebt sein, die bombardierten Orte zu beschützen? Wenn ihr von einem dieser Orte Proben der Rakgule und der Skelette besorgen könntet, könnten wir herausfinden, ob eine Verbindung besteht. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Im Ernst, Sera? Glaubt ihr wirklich, dass ihr seine Zeit noch weiter mit euren verrückten Theorien verschwenden solltet? Ja. Ihr sagt mir nicht mehr, was ich tun soll. Wir wissen bereits, was ihr für die Verstorbenen von Taris empfindet. Lasst euch nicht von Garth entmutigen. Das ist wirklich wichtig. Und außer euch ist niemand mutig genug, sich diesen Rakgulen zu stellen, um es herauszufinden. Ich warte hier auf eure Ergebnisse. Hab eh nichts zu tun. Außer Milliarden von Quests. Wo waren der andere? Da oben. Das hier sind alle medizinischen Aufzeichnungen, die ich finden konnte. Danke. Ich bin sicher, dass ihr einige größere Gefahren überstanden habt. Aber ihr werdet niemals etwas Wichtigeres tun. Ihr habt unzählige Leben gerettet. Vielleicht sogar meins. Meine Vorfahren sind vor 300 Jahren von Taris geflohen. Und meine Familie trägt noch immer diesen Fluch. Ich danke euch. Okay. Eine Quest weniger. Yay. Und hier hinten war noch was. Aber wir gucken erstmal, was wir hier an Post haben. Ich bekomme Geld.
Ist zwar nicht viel, aber nehme ich da gut an. Wenn ihr irgendwelche Fragen über die Militäroperationen auf... Verzeiht mir, Jedi. Ich habe jemanden von eurem Orden erwartet. Habt ihr nicht mein Team bei der Ender Spire gerettet? Die Daten des Hauptcomputers befinden sich hier drauf. Die Daten von der Ender Spire sind für die Kriegsbemühungen der Republik von unschätzbarem Wert. Lieutenant Carlso erzählte mir von Nahaufnahmen der imperialen Kriegsschiffe. Die Ausbreitung der Sith zu verhindern, ist meine Lebensaufgabe. Genau wie meine. Vielen Dank für eure Dienste. Der republikanische Geheimdienst wartet schon seit dem Ende der Bombardierung auf diese Daten. Okay, wieder was erledigt. So schnell stirbt niemand. Schön. Nee, das wollte ich nicht ausrüsten, ne? Was ist das? Das ist ein Geschenk. Okay. Aha. Ich will dieses Ei ausbrüten. Ist hier nicht irgendwo eine Stelle, wo ich das kann? Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Akkule. Scharfe Blutproben. Besiege das. Untersuche die Absturzstelle. Dann werden wir erst einmal das machen und dann das hier nebenbei. Jo. Was ist denn hier los? Hab ich überhaupt noch Sturmhieb? Ja, hier. Ach, kann ich ja nicht mehr auswählen. Wenn du betäubt kriegst. Aha. So. Ich will das Monochron. Ist das schon hier mit den Proben? Nö, noch nicht. Also muss ich hier nicht kämpfen. Hier war das. Haben wir schon mal 2 von 6 Proben. Eine davon. Noch mehr Skelette irgendwo. Ja, hier ist noch. Ach, da sind noch welche. Okay.
Das ist wahrscheinlich das Skelett, weil hier noch ein anderer Dulli ist, der kämpfen tut. Fehlt nur noch eins. So, da hinten liegt noch eins. So, kein Lichtstrahl. Haben wir die Quest auch erledigt? Dann machen wir jetzt noch die hier hinten. Die ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, weil die hier nicht gerade schwach sind, die Mandalorianer. Okay. Questaktualisierung. Ja? Okay. Keine Gegner? Okay. Ist ein bisschen creepy gerade. Da oben sind welche. Oh!
Würmer. So, noch einer. Genau. Hier läuft noch ein Einzelner rum. Da hinten läuft ein Einzelner rum. Ich glaube, da oben müssen auch noch welche kommen, weil ich ja eh da hoch muss. Ja, wer sagt's denn? Da sind noch welche. Wer sagt's denn? Ugalungas ut termo nulu uma. Uma, ormalumentu gorastuk. Es war mir ein Vergnügen. Jonulu hagan daralamutu ondota joestakon. Müsste ich nochmal anstrengen. Ihr müsst euch nur mal anstrengen, dann kriegt ihr das alles gebacken. Komm ich. Oh! Hey! Schatzsuche, effizientes Hacken um plus 1,20%. Was mir bestimmt nicht viel bringen wird. So. 27 Beherrschung, 23 Ausdauer. Ui.
Ui, Kira, Hallöchen. Du bist ja immer hübscher hier. Hier haben wir alles erledigt, also muss ich dort hin zurück. Hier oben ist noch was zum Aufdecken. Trotzdem, mich stört das mit diesem Holochron. Es kann doch nicht sein, dass man da echt irgendeinen Quark machen muss, um da ranzukommen. Das will mir nicht in den Kopf. Schon. Genau. Irgendwie muss man da reinkommen. Irgendwie geht das. Bevor ich jetzt die Quest abgeben fahre, gucke ich noch mal. Irgendwie muss man doch da reinkommen. So eine Antriebsdüse geht's nicht. Okay. Decken 90 bis sich nicht. Wenn ihr es so wollt. Okay, der macht das auch nicht. Zu allem bereit. Das ist halt echt scheiße. Den habe ich ausgewählt. Es führt hier ein Weg da lang und ein Weg da lang. Wenn man hier mal richtig reinguckt. Nee, da lang nicht. Da lang auch nicht, aber da lang führt ein Weg. Da führt ein Weg lang. So, das heißt in... lass mich hoch. Diese Richtung. Also muss rein theoretisch hier irgendwo ein Eingang sein. So, und da auf der anderen Seite ist so, wie soll ich sagen, so ein Rohr, wo man eventuell rein könnte, wenn man hier hochkommen würde. Aber kommt man nicht hoch, was schade ist. Genau das Rohr dort. Ansonsten ist hier kein weiterer Eingang irgendwie zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob da noch mal eine Abzweigung irgendwo hinkommt.
hier irgendwo einen Weg nach unten gibt. Das könnte man halt glatt denken, so viele wie hier rumstehen. Hier irgendwo einen Weg nach unten gibt. Also ich denke, hier ist irgendwo der Eingang, denke ich mal. Irgendwo, wo diese feindlichen Männchen rumgammeln. Jetzt muss ich mal was gucken. Kommt man da geradeaus irgendwie noch da hoch? Hier oben kommt man. Hier oben brennt irgendwas. Das hört man richtig schön. Da drinnen. Krass. Auch kein Weg irgendwie nach unten unterirdisch. Da zählt auch nicht. Keine Sorge. Nach unten. Also irgendwo wird es definitiv einen Weg nach unten geben und ich will wissen, wo. Was ist das denn? Da war ich hier hinten schon. Nach unten. Und hier stehen wieder Männchen rum. Huch. Aber ey, das kann doch nicht sein. Dass es dann hier irgendwie so einen langen Weg gibt. Das glaube ich nicht. Ne, hier ist halt. Das sieht mir auch nach nichts aus. Vielleicht gibt es aber hier auch nochmal einen Holocron. Mal gucken. Ne? Schade, dass man an das Ende nicht rankommt. Das ist scheiße.
sehe schon, hier gibt es definitiv nichts, wo man irgendwie nach unten kann. Das ist schade. Ich denke mal, diese Dinger kommt man auch nicht hoch. Ne, die sind zu steil. Schade. Hier vielleicht? Auch. Hier auch nicht. Was ist das denn hier für ein Quark? Sieht aus wie eine Jedi hier. Stehen wieder Typsis rum. Ne, hier führt einfach auch kein Weg unterirdisch, dass ich an das Solokron komme. Huch! Das hier sieht mir aus, als ob hier mal ein Jedi-Tempel stand. Ich hätte gerne das Holocron geholt. Wo komme ich hier lang? Ach, irgendwo zum Außenposten. Ne? Hey Leute, ihr kümmert euch drum, danke. Kostenlos, man keine Quest gibt. Boah, wie geil ist das denn? Apropos, wie sieht's denn aus? Hab ich noch irgendwas zum Aufdecken? Ja, dort. Okay. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Na da. Beim Feind durchfliegen hier. Zu wem muss ich denn? Die Republik hat eine Einheit entsandt, um die Leichen unseres Teams zu bergen. Sie danken euch für eure Hilfe. Wollt ihr ihn nicht fragen, ob er seine Zeit mit eurem kleinen Projekt vergeudet hat? Warum müsst ihr immer alles ruinieren? Werden Solustaner nicht von ihren Müttern in den Arm genommen? Wart ihr bei einer der bombardierten Stellen? Ihr habt gar keine Kratzer. Die Rakule wollten mir ihr Blut nicht überlassen, aber ich konnte sie überreden. Ihr könnt sicher sehr überzeugend sein. Oh yeah. Lasst mich einen Blick auf die Proben werfen. Mein Scanner kann uns ein paar vorläufige Ergebnisse liefern. Und zwar... jetzt. Das ist unglaublich. Die Übereinstimmung liegt bei über 50%. Nach so vielen Jahren würde die Gentrift sogar bei einer normalen Population zu einer weit weniger ausgeprägten Verbindung führen.
Sie klammern sich so verzweifelt an ihre verlorene Menschlichkeit. Vielleicht hat es auch nur geografische Gründe und sie bleiben in der Nähe des ursprünglichen Infektionsherdes. Wir brauchen hier einen Xenobiologen, um das genauer zu erforschen. Ihr müsst daran glauben. Das ist eine unglaubliche Entdeckung. Was? Wo ist der zynische Unglaube? Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, Sera. Ihr hattet recht. Einfach unglaublich. Wenn Rakghule über so viel Verstand verfügen, dass sie sich an Orte und Personen erinnern können, die ihnen wichtig sind, können wir sie nicht länger wie hirnlose Tiere behandeln. Wenn sie wirklich denken können, können wir eines Tages vielleicht Frieden mit ihnen schließen. Nee. Genau. Wir müssen unsere Tätigkeiten in diesen Grabstätten abbrechen. Wir dürfen sie nicht noch mehr erzürnen. Aber wenn wir wissen, dass sie zur Verteidigung bestimmter Gebiete herauskommen, können wir sie in eine Falle locken und die Republik kann Truppen entsenden, um sie zu vernichten. Nein. Wenn sie wirklich empfindsam sind, dürfen wir sie nicht einfach umbringen. Ich werde die Rekonstruktionsbehörde kontaktieren. Was ist eure Meinung? Wenn es einen Weg zur friedlichen Koexistenz mit den Rakghulen gibt, sollten wir ihn nutzen. Naja, immerhin ist Vergebung eine Tugend. Nicht wahr? Zumindest ließen sich derartige Angriffe in Zukunft vermeiden. Ich teile der Republik eure Empfehlung mit. Vielen Dank für eure Hilfe. Naja. So schnell stirbt niemand. So, ich will jetzt trotzdem das Ei ausbrüten. Drinnen bewegt sich etwas. Wenn du eine starke Hitzequelle hättest, könntest du das Ei ausbrüten. So, Feuer. Irgendwo hier hat, ich glaube, Feuer gehört. Ich werde jetzt erstmal eine ganz kurze 5-Minuten Pause machen, denn ich möchte gerne einen rauchen und dann werde ich auch mal Google fragen, wie man das Ei ausbrütet und wie man an dieses Holokron kommt. Und ich bin gleich wieder da.